Hallo nochmal an alle. Meine Schwester Bella war Gott sei Dank an Kosmetiksucht erkrankt. Wir atmeten erleichtert auf. Jetzt wurde sie weise und machte eine Liste von Dingen und sagte uns, ich werde nur nehmen, was ich brauche. Aber als sie in Boutiquen ging, vergaß sie sofort auf die Liste, lief herum und Reiche zu versuchen. Sie wiederholte, ich versuche nur. Nach diesen Kleidungsstücken blähten sie ihre Taschen großartig auf. Und es schien, dass ihr Garderobe bereits verstopft war. Aber sie wiederholte die ganze Zeit, oh Gott, ich habe nichts zu tragen. Weiter, es wird nur noch schlimmer. Wenn sie irgendwelche Verkäufer sah, eilte sie dorthin und fand das Geld und verschuldet war. Auch ihre Schwäche waren die sogenannten exklusiven Dinge. Ich erinnere mich an die Geschichte, dass ich passiert ist, naja, mit uns. Ich wollte für eine lange Zeit exklusive Schuhe von Fendi für 250 Euro. Sie waren sehr schön, natürlich aus echtem Leder. Also bekam sie den erforderlichen Betrag und wir kamen in die Boutique, ich kam nur, ihm zu folgen. Und wie es in den besten Filmen passiert, hat sie eine weitere Madame für sie beworben. Hier begann der eigentliche Kampf und die Exklusivität. Und niemand wollte nachgeben. Ich habe mich bemerkt, dass wir nur eine Seite meiner kleinen Schwester waren. Selbst lange Verhandlungen haben sie nicht entschieden, wer diese Schuhe bekommen. Weil sie die Schuhe genauso wollten, da näherte sie die Verkäufer und hielt das gleiche Paar Schuhe in der Hand. Wir waren fassungslos. Und dann fing das alles zu lachen. Nach allem, wenn das exklusiv ist, wenn es immer noch die gleiche Paar gibt. Und dann erkannte Bella, dass diese Schuhe für sie nicht mehr interessant waren und ihre Rivale änderte auch in ihrer Meinung über den Kauf. Nach diesem Fall hörte sie auf, etwas verdächtig Billiges, Exklusives zu kaufen. Aber sie hat nicht aufgehört, einkaufen zu leben. Bella konnte ein paar Tage lang hungrig leben und Geld sparen. Und dann kaufte sie eine süße Handtasche oder einen schönen Schal. Vor kurzem habe ich im Internet gelesen, dass es eine solche Krankheit wie Oniomanie oder wie auch genannt Shopoholismus gibt. Ich sagte meiner Schwester, dass sie öffentliches in dieser Krankheit leidet und sofort geheilt werden muss. Ich erklärte, dass sie wegen dieser Sucht keine guten Jungs treffen kann. Sie erkennen sie näher und verschwiegen, als ob sie durch die Erde fallen. Und alle Menschen um sie herum diskutieren. Es war gruselig, den Artikel zu lesen, aber dort schreibt, dass es schlimmer als Drogenabhängigkeit ist. Bella wiederum bestreitet und überzeugt uns, dass sie ganz gesund ist. Aber wissen Sie was? Die Symptome sind sehr ähnlich und das macht mir Angst. Vor kurzem habe ich zufällig gesehen, ihr Tagebuch mit einer Liste ihrer Schulden, sie nähen sich 3000 Dollar. Freunde, beraten Sie, wie Sie Schulden loswerden können. Ohne die Eltern zu informieren. Und auch, setzen Sie Like auf diesem Video und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren.